In einem malerischen Tal am Rande der Zivilisation stand eine Abtei, die für ihre Reinheit und ihre heilende Kraft bekannt war. Viele Kranke und Verletzte kamen dorthin, um sich von den Mönchen heilen zu lassen und ihre Seelen zu reinigen. Doch als der Mönch Markus in die Abtei kam, sollte alles anders werden. Markus war ein gequälter Mann, der von der Welt und ihren Sünden abgestoßen wurde. Er hatte einen Hass auf die Mönche und ihre Arbeit und beschloss, die Abtei zu verpesten und ihre Bewohner zu verfluchen. Mit einem geheimen Gift füllte er die Kelche der Mönche und ließ sie trinken. Innerhalb von Stunden wurden sie von Fieber und Schmerzen geplagt, und ihre Körper fingen an zu faulen. Doch das war nicht das Schlimmste. Denn als die Mönche starben, wurden ihre Seelen von Markus verflucht. Sie wandelten als gequälte Geister durch die Abtei, immer auf der Suche nach neuen Opfern, um ihre Qualen zu teilen. Die Abtei wurde von einem Ort des Friedens und der Heilung zu einem Ort des Grauens und des Todes. Die Mönche starben in Scharen und ihre Seelen blieben gefangen, geplagt von Markus' Fluch. Eines Tages beschloss ein Wanderer, die Abtei zu besuchen. Doch als er durch die verfallenen Tore trat, wusste er, dass etwas nicht stimmte. Die Luft war schwer und stank nach Verwesung. Die Wände waren von Schimmel bedeckt und die Fenster zerbrochen. Plötzlich hörte er ein Flüstern in den Gängen und sah die Schatten der gequälten Seelen, die durch die Korridore wandelten. Er lief um sein Leben, aber es gab kein Entkommen. Schließlich blieb er in einem dunklen Raum gefangen, umgeben von den gequälten Seelen der Mönche. Und so blieb er für immer in der verpesteten und verfluchten Abtei gefangen, gefangen in einem Ort des Schreckens und des Leidens. Der Fluch des Mönchs Markus hatte ihn gefangen genommen und ihn in die Dunkelheit gezogen. Die Abtei blieb verpestet und verflucht, und es wurde gesagt, dass man das Flüstern und die Schreie der gequälten Seelen immer noch hören kann, wenn man in der Nacht vorbeigeht. Man sollte diese Orte meiden, denn der Fluch des Mönchs Markus ist sehr real und sehr grausam. Viele Jahre vergingen und die Abtei wurde zu einem vergessenen Ort, von dem nur noch wenige wussten. Die Legenden und Gerüchte über den Fluch des Mönchs Markus wurden von Generation zu Generation weitergegeben, doch niemand wagte es, in die verpestete und verfluchte Abtei zu gehen. Bis zu dem Tag, an dem eine Gruppe von Abenteurern beschloss, die verlassene Abtei zu erkunden. Sie glaubten nicht an die Legenden und dachten, dass es nichts als Mythen und Märchen waren. Als sie die Abtei erreichten, spürten sie sofort die schwere Atmosphäre und den Gestank des Verfalls. Doch sie gingen weiter, bereit, das Unbekannte zu entdecken. Als sie tiefer in die Abtei eindrangen, hörten sie das Flüstern der gequälten Seelen und sahen die Schatten, die sich bewegten. Doch sie ignorierten die Warnungen und drangen immer weiter vor. Bald wurden sie von den gequälten Seelen angegriffen, die von dem Fluch des Mönchs Markus besessen waren. Die Abenteurer kämpften verzweifelt gegen die Geister, doch es gab kein Entkommen. Einer nach dem anderen wurden sie von den Seelen überwältigt und von dem Fluch ergriffen. Nur einer der Abenteurer konnte fliehen, und er kehrte nie wieder zurück. Die Abtei blieb ein verpesteter und verfluchter Ort, ein Ort des Schreckens und des Leidens. Und so bleibt die Abtei bis heute ein Symbol für die Grausamkeit und die Macht des Fluchs des Mönchs Markus. Ein Ort, den man meiden sollte, denn wer ihn betritt, betritt eine Welt des Schreckens und des Leidens, aus der es kein Entkommen gibt.
Obwohl die Abtei für viele Jahre verlassen blieb und von niemandem betreten wurde, gab es Gerüchte, dass es immer noch Menschen gab, die von den Geistern der verfluchten Mönche geplagt wurden. Einige glaubten, dass die Geister ihre Opfer von der Abtei aussuchten und ihre Seelen auf ewig in den Schatten der verfluchten Mauern gefangen hielten. Doch es gab auch andere, die sich nicht von den Gerüchten abschrecken ließen und beschlossen, die Abtei zu betreten. Sie waren neugierig und glaubten nicht an die Legenden. Eines Tages kamen drei junge Männer in das Tal und hörten von der verfluchten Abtei. Sie wollten unbedingt in die Abtei eindringen und das Geheimnis hinter dem Fluch des Mönchs Markus herausfinden. Ohne zu zögern, drangen sie in die Abtei ein und sahen sich um. Sie waren fasziniert von der düsteren Atmosphäre und der Aura des Verfalls. Sie gingen durch die dunklen Gänge und hörten das Flüstern der gequälten Seelen. Doch diesmal hatten sie sich bewaffnet und waren bereit, sich gegen die Geister zu verteidigen. Sie schienen unbesiegbar, bis sie zu einem Raum kamen, der von einem unsichtbaren Schleier umgeben war. Sie wussten nicht, was sie erwartete, und als sie durch den Schleier gingen, wurden sie von einem Fluch ergriffen. Der Fluch des Mönchs Markus hatte sich auf sie übertragen, und sie wurden von den Geistern der verfluchten Mönche gejagt. Einer der Männer wurde von den Geistern in die Luft geschleudert und auf den Boden geschleudert, während die anderen beiden um ihr Leben kämpften. Doch es gab kein Entkommen. Die Geister griffen immer wieder an, bis auch sie von dem Fluch ergriffen wurden. Und so blieben sie in der verpesteten und verfluchten Abtei gefangen, gefangen in einem Ort des Schreckens und des Leidens, wo sie von den gequälten Seelen der Mönche geplagt wurden. Die Abtei blieb ein Ort des Grauens und des Todes, ein Symbol für die Macht und die Grausamkeit des Fluchs des Mönchs Markus. Ein Ort, den man meiden sollte, denn wer ihn betritt, wird niemals wieder zurückkehren.